Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten TRW-Querlenker als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Um die vorderen Dreieckslenker an deinem Auto zu wechseln, musst du die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial "Deinen Wagen sicher anheben" anzuschauen. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Richte die Scheibe nach innen aus, das erleichtert dir den Vorgang. Löse dann mit einer Ratsche und einem 13er Einsatz sowie einem 13er Maulschlüssel die Halteschraube des Kugelgelenks am Querlenker. Entferne die Schraube. Du kannst eine Binse und einen Hammer nehmen, um sie zu entfernen. Besprühe den Achsschenkelträger am Gelenk mit Kriechöl. Achte darauf, dass du das Kriechöl nicht auf die Bremsscheibe sprühst. Falls dies doch passiert, reinige sie mit Bremsenreiniger. Führe mit Hilfe eines Hammers einen Flachmeißel in die Öffnung des Achsschenkelhalters am Führungsgelenk ein. Dadurch wird es leicht gespreizt und lässt sich leichter entfernen. Bei diesem Fahrzeug ist das Heranziehen des Kugelgelenks aus dem Achsschenkeldreieck schwierig. Installiere eine Metallschelle am Querlenker. Dann führst du eine Brechstange ein, die auf Gummipuffer gestützt wird, um das Führungsgelenk vom Achsschenkelträger anzuheben und zu lösen. Du kannst den Hammer zu Hilfe nehmen, um Schwingungen zu erzeugen, die das Entfernen erleichtern. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 15 mm Steckschlüsseleinsatz die Halteschraube des vorderen Silent Blocks des Dreieckslenkers. Nimm die Schutzabdeckung dann heraus. Bürste die Halteschraube des hinteren Silent Blocks des Dreieckslenkers und besprühe sie mit Kriechöl. Löse mit einer Ratsche und einem 15 mm Einsatz die Halteschraube des hinteren Querlenkers. Du kannst nun den Querlenker entfernen, indem du einen großen Schraubendreher oder eine Brechstange als Hebel verwendest. Bürste und fette dann die Einbaustelle des Dreieckslenkers, damit er sich leichter wieder anbringen lässt. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten TRW-Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Entferne den Schutz vom Kugelgelenk. Nimm dir den neuen Querlenker zur Hand. Installiere den neuen Querlenker. Du kannst dir einen Schraubendreher zu Hilfe nehmen, um ihn auszurichten und leichter wieder anzuschrauben. Sobald er platziert ist, ziehe die Schraube von Hand wieder leicht an. Baue dann den vorderen Teil des Querlenkers ein. Drehe die vordere Befestigungsschraube wieder leicht ein. Setze das Kugelgelenk des Querlenkers wieder im Achsschenkelträger ein. Setze die neue im Set enthaltene Schraube zur Befestigung des Gelenks ein. Du kannst dir einen Hammer zu Hilfe nehmen. Drehe die Befestigungsschraube des Kugelgelenks wieder ein.
schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Nun muss der Querlenker auf der Höhe des Kugelgelenks mit einem Wagenheber angehoben werden. Die Silent-Blöcke an der Seite der Motorhalterung müssen in der Position angezogen werden, wie wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, um sie nicht zu beschädigen. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Entferne den Wagenheber. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Du kannst dann wieder die Räder an deinem Wagen anbringen. Während dieses Vorgangs greifst du in die Vorderachse deines Wagens ein. Deshalb ist es ratsam, danach eine Geometriekontrolle durchzuführen. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!